Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und endlich ist der Neo vs. Skin bei mir angekommen. Hier seht ihr auf jeden Fall den ganzen Skin, da ist der Backpack und dann kriege ich noch 2000 V-Bucks dazu. Da ist auf jeden Fall der Skin hier, Neo vs. aus der Nähe hier mal mit dem Backpack eben drauf, hier mit der 24. Als Vergleich die Version mit dem normalen vs. Skin und ich muss dazu sagen, ich würde es besser finden natürlich, wenn ich den normalen vs. Skin nicht gehabt hätte. Aber den habe ich halt schon davor gehabt, bevor ich überhaupt wusste, dass sowas rauskommt. Naja, sie sehen halt sehr, sehr ähnlich aus, wie man sieht. Ich meine, nur die Farbe hier und die Zahl drauf macht den Unterschied, 37 und 24. Der Backpack ist auch komplett gleich, bloß halt wieder Farbe und Zahl ist anders. Sieht man hier, man könnte die auch so kombinieren. Was ich noch dazu sagen wollte, ist, bevor wir in-game reinkommen, das Ganze gibt es im Normalfall in drei verschiedenen Varianten. Nehmt zusammen mit einem Controller, da sind 500 V-Bucks dabei. Ein normaler schwarzer Controller kostet so ungefähr 50 Euro, mit dem Bundle so ungefähr 70 Euro. Dann zusammen mit so einem Headset, das ca. 100 Euro kostet. Da kriegt man aber auch 2000 V-Bucks dazu. Aber ich weiß nicht, ob das Headset gut ist. Ich würde euch eher eigentlich, glaube ich, nicht so ein Headset empfehlen. Und im Normalfall kostet dieses Headset, glaube ich, auch so um die 100, vielleicht auch ein bisschen günstiger. Und natürlich gibt es auch noch die Version mit der PlayStation. Die PlayStation kostet halt Normalpreis, da kriegt ihr den Skin kostenlos dazu und 2000 V-Bucks. Aber gut, wer kauft sich extra für den Skin eine PlayStation, hä? Ein Controller wäre halt so die einzige Überlegung, die man sich, wenn man eins von diesen drei Sachen kaufen würde, machen würde. Ich habe auf jeden Fall einen Code geholt, da könnt ihr einfach eingeben, Neoverse. Und dann natürlich bei einem vertrauten Händler kaufen. Also Leute, nicht einfach bei irgendeinem unwillkürlichen, wo es vielleicht günstiger ist. Also ihr müsst ihr auf jeden Fall gut drauf achten, wem ihr denn so vertraut. Aber wie gesagt, kommen wir auf jeden Fall da mal in Game rein. Ja, in-game muss ich sagen, sieht das Skin auf jeden Fall auch richtig cool aus. Ist halt natürlich genau derselbe Skin wie der rote. Zahl ist halt anders. Ich finde, die Spitzhacke passt auch sehr gut dazu. Schlagen wir mal ein bisschen rum und so weiter, damit man auch im Gameplay was sieht. Was ich dazu sagen muss, ich habe für den Skin hier gerade mal 35 Euro gezahlt. Ich berechne da einfach mal 15 Euro für den Skin und 20 Euro für die V-Bucks an 2000. Heißt, wir kommen da auch für 15 Euro raus, genauso wie der Shop-Skin eben kosten würde. Und im Prinzip haben wir da aber ein cooleres Feeling, finde ich, da wir einen Exklusivskin haben, der im Normalfall nur für die PlayStation verfügbar ist. Natürlich kann man das auch irgendwie umgehen, aber trotzdem ist es halt ein exklusiver Skin. Das muss man halt dazu noch sagen. Machen wir mal den hier. Aber wer auf jeden Fall die rote Version hat, würde ich euch nicht empfehlen, den Skin hier zu holen. Ich würde auch am liebsten die rote hier nicht haben und nur die. Aber gut, jetzt habe ich halt beide. Was soll's auf jeden Fall. Schauen wir mal an, wie man da runtergleitet mit dem Skin. Ja. Der Gleiter passt übrigens auch, finde ich, voll. Also allgemein diese Bannergleiter oder so in dunkelblau passen sehr gut dazu. Und allgemein das Zeug halt. Also kommen wir dann einfach mal zu meinem Fazit rüber. Ich würde diesen Skin hier nicht unbedingt kaufen. Ihr müsst halt selbst wissen, falls ihr zum Beispiel einen neuen Controller braucht, könnte man das auf jeden Fall schon machen, finde ich. Ihr kriegt da ja nur 500 E-Bucks und keine 2000, ja? Oder wenn ihr eben den anderen Skin nicht habt und unbedingt so einen Skin haben wollt, dann würde ich euch natürlich eher den hier empfehlen. Aber immer dran denken, falls ihr es bei irgendeinem Händler oder so kauft, ihr müsst immer überlegen, ob das ein vertrauenswürdiger Händler ist, Leute. Gut, ich hoffe auf jeden Fall, ich habe euch hier einen guten Einblick von diesem Skin hier verschaffen. Falls euch das ganze Video hier gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, natürlich auch sehr über ein Abo. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und ciao!